Make-up ist eigentlich so gut wie fertig. Ich habe das heute Nachmittag schon angefangen, sorry. Und ich wollte es jetzt nur noch mal ein bisschen intensivieren. Und zwar arbeite ich dabei mit der Sleek Palette. Und zwar der Bad Girl Palette. Und weil die so schöne dunkle Töne hat. Die benutze ich relativ selten, weil sie jetzt nicht so alltagstauglich ist, aber zum Ausgehen ist es eigentlich optimal. Ja, ich mache jetzt hier nur noch so ein bisschen mehr Smoky Eyes. Ein bisschen dunkler alles noch, damit es noch ein bisschen krasser wirkt. Und ansonsten habe ich eigentlich hauptsächlich das Tutorial nachgemacht, was die Tiffany von Make-up by Tiffany D kurz vor Weihnachten reingestellt hat. Die hat hier so ein New Year's Eve Make-up reingestellt. Das fand ich ganz cool. Und ja, dem habe ich das so ein bisschen nachempfunden. Jetzt nicht so sehr krass. Ich hatte leider keine dunkle Lidschattenbase. Darum habe ich das jetzt mehr so im Silber-Grau-Bereich gehalten. Aber ich denke mal, das passt schon. Jetzt werde ich das Ganze noch ein bisschen dunkler verblenden mit der Farbe Underground. Ich habe hauptsächlich mit Gunmetal gearbeitet. Das ist so ein ziemlich cooles metallisches Silber. Ja, und jetzt versuche ich das Ganze hier ein bisschen sinnvoll zu verblenden, ohne zu krass zu wirken. Ja, ich glaube, das reicht mir schon. So, ich mache jetzt unten drunter nochmal, das fand ich ganz interessant. Das hatte die Tiffany auch gemacht, und zwar unten am unteren Lid werde ich das noch mal ein bisschen heller ausblenden mit der Farbe Gullible. Das ist so ein Beige-Ton. Und ich finde, damit bringt man noch mal so ein bisschen mehr Helligkeit ins Auge. Und was sie auch gemacht hatte, war das Ganze nochmal verblenden mit einem matten Hautton. Ich nehme jetzt hier von Kryolan, habe ich so eine Palette. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, also mehr oder weniger. Und aus dieser Palette nehme ich jetzt hier so einen Farbton, der so hautähnlich ist. Einfach um das Ganze nochmal weicher zu verblenden, damit es nicht zu krass wirkt. Das hatte sie auch so gemacht, und das fand ich echt einen ganz wertvollen Tipp. Ich werde jetzt als Bronzer noch ein bisschen Hoola auftragen, dass es noch ein bisschen krasser wird. Und mir dann noch irgendwas für die Lippen überlegen, und dann kann es auch schon losgehen. Bis gleich! Ich weiß nicht, ob ihr mich sehen könnt, aber wir sind jetzt auf dem Weg zu unserer ersten Location. Und zwar ins Restaurant Marios in Düsseldorf Big. Altstadt hinter uns gelassen, die ganzen Wilden und Verrückten. Und aber das ist, also du hast, jetzt ist es wahrscheinlich so duster, dass sie gar nichts mehr erkennt. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Ratinger Straße. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Und dort gehen wir dann ins Schlösser, ins Quartier. Und dann schauen wir mal, was der Abend da so zu bieten hat. Auf jeden Fall ist es draußen schweinekalt,
Und da drin ist es bestimmt muckelig warm.